Auf Mallorca ist ein deutscher Urlauber bei einer Wanderung einen 3 Meter tiefen Hang hinuntergestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Bei dem Sturz prallte der Wanderer mit dem Kopf auf einen Fels. Der Mann wurde auf die Intensivstation gebracht und kämpft seither um sein Leben. Bei der Schlucht handelt es sich um die Torrente Parais. Bei Urlaubern ist sie ein beliebtes Ziel. Die Wanderung endet am Strand von Sacalobra. Weitere Einzelheiten über den Mann sind bisher nicht bekannt.